Hallo, hallo Welt. Ja, da sind wir wieder. Na klar. Ich bin noch gar nicht. Das ist immer noch eine Bonusfolge, ja. Aber nee, Moment. Wir machen jetzt eine richtige Folge daraus. Die Bonusfolgen waren. Jetzt machen wir eine außerplanmäßige Folge. Aber das wird keine Aufnahmesitzung. Von daher bin ich heute ein bisschen von der Rolle, noch mehr als sonst. Das geht. Ich kriege das hin. Und wie schon gesagt, jetzt außerplanmäßig, weil wir die tägliche Herausforderung eben nicht schaffen, so schnell. Wir sind schon über 40 Minuten, ich glaube sogar schon über eine Stunde unterwegs hier und haben noch kein Großwild gefunden. Das würden wir suchen. Jetzt sind wir abgegangen von dem Plan. Wir gehen also regulär unseren Aufgaben nach. Das heißt, wir suchen Pfeilspitzen, Wildblumen und Tarotkarten, glaube ich, haben wir da noch auf dem Plan. Das machen wir. Und sobald wir das gemacht haben, können wir wenigstens eine der Rollenaufgaben angehen. Und da hoffe ich, dass diese Rollenaufgaben auch als tägliche Herausforderungen angesehen werden. Ja, ansonsten müssen wir halt Großwild weiterjagen. Und das wäre der Hirsch. Wir werden unterwegs zusehen, dass wir ein paar größere wilde Westentiere schießen. Aber ich glaube nicht, dass die groß genug sind, um zum Großwild zu zählen. Wir beeilen uns, obwohl, ja, jetzt können wir eigentlich ganz entspannt machen, oder? Ja, eigentlich nicht. Es gibt ja noch einen Grund, weshalb diese Bonusaufnahmen so kurz sein sollten. Denn nach dem Wochenende habe ich es dann doch schon mal geschafft, in letzter Zeit die Festplatte vollzukriegen wieder. Unglaublich aber war, ja, ich habe noch mehr Festplatten, aber ich habe da jetzt nichts freigeräumt. Und 25 GB, naja, das sollte noch reichen für eine Folge. Aber das nur am Rande, seht ihr. So ist das, wenn man mal zwischendurch eine Aufnahme macht. Nämlich überhaupt nicht Stimmung, gar nicht in Stimmung leider. Hier liegt eine Hasenpfote. Was? So große Fische gibt's. Passt nur ein Fisch aufs Pferd dann. Hier drin ist ja gar nichts. Was suchen wir denn hier? Tarotkarte, glaube ich. Die Tarotkarte. Was ist mit dieser Tür? Haben wir da schon drin geguckt? Ganz klar, hier ist was. Vermutlich im Schrank drinnen. Oder auf dem Regal da oben. Oder in der Schublade. Nein, in der Schublade ist tatsächlich was. Schublade schließen. Kommode, Garderobe durchsuchen. Nein! Warum nur? Könnte auch draußen sein. Gut versteckt hinter der Tür, hä? Tarotkarte, 7 der Kelche. Genau. Das werden wir nicht oft brauchen auf 3, aber hier müssen wir das andere Gewehr zur Jagd dann irgendwann mal nehmen. Ach, das war schon wieder ein Kojote. Ja, dann müssen wir vorher gucken, was wir da jagen. Das ist gut jetzt, dass wir jetzt mit 2 unseren Bogen ausrüsten können sofort.
Aber auf zum nächsten Abenteuer, damit wir die Karten öffnen können, damit wir die tägliche Aufgabe dann abschließen können. Hoffentlich. Wie gesagt, das ist eine Aufgabe, die zu den Rollen eigentlich gehört. Aber es sieht für mich so ein bisschen danach aus, als könne es auch zu den täglichen Aufgaben zählen. Ja, und nochmal. Jetzt könnte man sich als neuer Zuseher, wenn man zum ersten Mal guckt, könnte man sich fragen, ja, warum? Warum machen wir eigentlich diese dämlichen täglichen Aufgaben überhaupt? Wegen des Multiplikators. Des Multiplikators. Wir wollen noch 40 Gold verdienen oder am besten noch 65. Aber erstmal 40, damit wir uns den zweiten Outlaw-Pass, den gibt es nämlich bis März 2020. Zur Veröffentlichung dieser Folge, also wahrscheinlich nicht mehr. Aber bis dahin kann man den kaufen und da gibt es so einige Sachen, die man da bekommt dafür. Ich dachte erst, das wäre ein DLC und man müsse den haben. Ich wollte den schon kaufen mit Echtgeld. Zum Glück habe ich dann aber in einem Forum gelesen, dass man sich den auch erspielen kann. Und dass es keine kostenpflichtige DLCs wahrscheinlich geben wird hier. Sowas wie ein DLC wäre zum Beispiel diese Schwarzbrennerei. Oh, wir sind ja schon da. Das wäre vermutlich ein DLC. Sowas in der Art zumindest. Ob man das bei einem Online-Titel noch so sagen kann, weiß ich jetzt gar nicht. Die waren ganz ruhig jetzt, die Hasen. Haben sich fast nicht bewegt. Aber ich meine, wir haben drei Stück getroffen und die sind abgehauen. Ah, das geht jetzt gut. Das geht jetzt sehr gut. Wir müssen nur auch treffen irgendwas. Wir müssen uns merken, dass es hier an der Stelle viele Hasen gibt. Ich höre gar kein Klingeling. Hey, aber als wir angekommen sind, da war es doch hier. Hier ist es doch. Schokoblume. Gut. Wir haben auch gesehen in der Vergangenheit schon, dass wir diesen Outlaw Pass, dass wir die Sachen sowieso nach und nach durch die Club-Punkte irgendwie freischalten. Aber nicht alles wohl. Da können wir gleich nochmal reingucken, mal gucken, wie weit das jetzt geht. Ja, wie gesagt, das wird schwierig. Wir gucken, dass wir hier noch ein bisschen Großwildfleisch bekommen, aber antike Schnapsflaschen 2 finden und die können wir alle machen hier eigentlich. Da bekommen wir auch Gold dafür und darum geht es ja eigentlich. Aber ich möchte erstmal den Multiplikator weiter haben, denn so ist das noch nicht so erfrischend jetzt. Hier unten. Das wird interessant. Da bekommt man dann sogar noch eine Schatzkarte dazu. Nach 28 Tagen, ja, dann bekommt man wahrscheinlich einmal eine Schatzkarte. Vermute ich, ich weiß es nicht. Nach 21 Tagen bekommt man auf jeden Fall den 2,5-fachen Multiplikator schon und das ist doch eher schon was. Ja, aber hier sind wir jetzt dabei. Herausforderungsserie 2, also nochmal. Ja, mal sehen. Also, Schnapsflaschenantike. Sollten wir haben. Landkarten. Antike Schnapsflaschen. Genau, da sind sie nämlich. Die Clubbelohnungen. Können wir auch mal reingucken, ganz kurz. Naja, jetzt haben wir die antiken Schnapsflaschen geöffnet. 2, 3 haben wir. Wo sind wir? Müssten doch hier irgendwo sein, oder? Ja, hier sind wir. Dann reiten wir erstmal hier unten hin, der weiteste Ort, und holen uns das. Auf dem Rückweg machen wir hier und dann da. Eigentlich können wir auch direkt hier und dann da. Dann können wir mit dem Zug dahin fahren, aber ich mag es eher so, wenn wir da jetzt hinreisen. Wir wollten uns aber Dings mal angucken. Warum geht das nicht? Zurück. Wir kommen hier nicht mehr raus.
Oh nein, warum nicht? Warum kommen wir hier nicht mehr raus? Weil ich das kaputt gemacht habe wieder? Wir haben doch keine Zeit. Mhm, ja, wir kommen hier nicht mehr raus. Okay, können wir die Tasche öffnen? Nein, auch nicht. Geht nichts mehr. Wir sind eingesperrt auf der Karte. Wegpunkt rausnehmen. Sie haben uns auf der Karte eingesperrt mal. Das ist mal was Neues. Ja, dann müssen wir wohl Kaltstart machen, oder? Den Titel, meine ich. Den Rechner nicht kalt starten. Das ist nicht gut. Hoffentlich müssen wir das nicht. Wie viele Leute hier sind, die Hilfe brauchen, oder? Das war doch auch noch nie so voll alles. Ja, wir müssen runter von der Karte. Das geht nicht anders. Oder? Ja, geht doch nichts. Vielleicht haben wir das mit unserer Tastaturbelegung kaputt gemacht, alles. Ach, Wegpunkt, ja, ist sowieso egal. Okay. Wir starten mal neu. Wir hatten uns doch gedacht, die Bonusfolgen, die wir da machen, wer ist das? Abdo 1996. Und warum ist Abdo blau? Weg ist er. Ja, die außerplanmäßigen Folgen für die Bonusfolgen, denn das mit den Bonusfolgen klappt diesmal wohl nicht ganz so gut. Wir wollten doch hier unten hin, glaube ich, nach Saint-Denis. Da wollten wir die Schnapsflaschen suchen, ganz genau. Das sind nicht wirklich tägliche Aufgaben. Nochmal für die Leute, die vielleicht gerade erst zugeschaltet haben. Das sind die Rollenaufgaben hier. Antike Schnapsflaschen können wir zwei finden, Pfeilspitzen, Vogeleier. Und dann können wir auch das Adlerauge benutzen, um eine Zielperson zu verfolgen. Na, das wollen wir vielleicht vermeiden. Könnte etwas länger dauern, die ganze Geschichte. Das hier ist eigentlich unser Begehr, nämlich gewürztes Großwildfleisch zu kochen. Leider haben wir kein Großwild gefunden. Also wir sollten uns, wenn wir mal eins gefunden haben, dann auch merken, was bitteschön ist Großwild? Wir haben in der letzten Zeit, in den letzten Folgen oder auch in der Bonusaufnahme, da haben wir zum Beispiel Bisons gesucht, nicht gefunden. Bisons sind gerade nicht da. Vielleicht sind sie ja jetzt wieder da. Aber darauf verlassen wir uns nicht. Wir werden erstmal so ein bisschen hier rumreiten, die Sachen erledigen, die wir erledigen können. Und. Ah, und genau. Das ist kein Großwild. Und weg ist es. Und genau, da ist es mir gerade eingefallen. Wir können ja jetzt das hier und das und das und das. Moment, das mit dem Lasso war nicht ganz richtig, aber so etwas alles können wir. Ich bin so glücklich, dass das auch noch funktioniert. Ich dachte schon, weil wir nicht ganz sauber beenden konnten in der letzten Folge. Ja, ich musste dann ja doch den. Ach, richtig, wir sind ja mitten in der Folge, oh meine Güte. Dann nehme ich natürlich die Anmoderation wieder zurück. Warum geht das auf? Nein, ist doppelt gemoppelt. Hält besser. Habt ihr euch verdient als Zuseher und Kommentatoren und Liker und Teiler und Spender. Ja, habt ihr euch verdient eine doppelte Anmoderation in dieser Folge. Also, da muss ich ja aufpassen jetzt, fällt mir gerade ein. 10 Sekunden, 10 Minuten hat der erste Teil gedauert, dann ist das Ding hier abgestürzt. Dann habe ich nämlich, und deswegen bin ich so ein bisschen raus aus der ganzen Geschichte, dann habe ich nämlich doch weiter geschnitten. Das war wichtiger, dass die Folgen fürs nächste Jahr. Ja, wir haben noch 2019 zum Zeitpunkt der Aufnahme hier. Wo bleibt unser Pferd eigentlich? Das hört heute nicht ganz so gut, habe ich den Eindruck.
Ja, während die Aufnahme läuft, haben wir noch 2019, um genau zu sein. Heute ist der 30. Wen es interessiert? Der 30.12. Und ihr wisst ja, ich kann nicht anders. Aus zeitlichen Gründen muss ich immer vorproduzieren. Unser Pferd ist weg. Vielleicht hat es jemand geklaut. Er wird schon wieder kommen. Ja, aber nochmal zurück zum Thema. Ich musste den Titel neu starten. Und zwar auf die unsanfteste Art und Weise. Ich habe dann versucht, sofort nochmal reinzugehen. Das hat gar nicht geklappt. Das hat so 10 Minuten gedauert. Ich meine, der Ladebildschirm, der dauert sowieso immer seine Zeit. Aber 10 Minuten war mir dann doch ein bisschen sehr merkwürdig. Und dann dachte ich, naja gut, ob ich das jetzt weiter ausprobiere und dann funktioniert es wieder nicht. Oder ich gehe erstmal an das Wichtige, an die Postproduktion der Folgen für Red Dead Online. Und dann habe ich also geschnitten, soweit ich kam, soweit die Festplatten hergegeben haben. Heute Nacht wird kodiert. Also, ich bin zufrieden mit dem, was ich geschafft habe heute. Sehr schön. Das freut mich, dass ich so weit gekommen bin. Geplant war es eigentlich nur für eine Woche schon mal, wenigstens, damit ich ein bisschen Luft habe in den nächsten Tagen. Für eine Woche was zu machen, aber ich habe gleich alles gemacht, was da am Anfang bei Red Dead Online schiefgegangen ist bezüglich der Aufnahme. Und abgestürzt ist der Titel ja auch recht häufig am Anfang. Ja, und das habe ich dann doch alles geschafft noch, die ersten Folgen zu schneiden. Wie gesagt, da bin ich ganz glücklich mit. Und jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Ruhe und kann hier ein bisschen gemütlicher rumrennen. Gleich kommen wir auch wieder ein bisschen in Stimmung, in die Stimmung rein, dann lasse ich das auch alles mit der Sabbelei über die technischen Probleme und so weiter. Aber was noch schön war an der Technik, das ist, wir haben einen Mitläufer. Das Schöne an der Technik ist, dass wir jetzt das hier machen können und das hier. Wir sind in Rhodes, oder? Und das können wir auch machen. Und genau, das Lasso ist gar nicht richtig an der Stelle. Unsere Lucrezia geht doch hier als Indianerin. Wenn schon, denn schon. Dann braucht sie auch einen Tomahawk. Also, wir haben endlich rausgefunden, dass man doch die Tasten belegen kann. Am Anfang haben wir so oft reingeguckt und immer nur gesehen, diese Zahlenbelegungen, dass damit die Emotes nur ausgewählt werden. Und jetzt haben wir heute zum ersten Mal dann, ja, ich war es leid irgendwie, zum ersten Mal haben wir dann doch gefunden, dass wir die Zahlen doch so belegen können, wie wir wollen. Also Pfeil und Bogen auf 2. Wow, war der laut hier, die Kutsche. Pfeil und Bogen auf 2, Messer auf 1 und so weiter. Ihr kennt das alles. Wir können sogar den Nummernblock haben wir sogar mit an Bord. Das finde ich immer ganz schön. Den benutze ich ganz gerne, wenn es geht. Aber das geht in den meisten Titeln nicht. So, aber jetzt genug dazu. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. 7 Minuten sind wir schon wieder unterwegs. Das heißt, die Folge dauert jetzt schon wenigstens 17 Minuten. Na toll, dann wollen wir wenigstens die letzten 3 Minuten noch ein bisschen in Wild West Stimmung kommen. Das heißt, nicht so wild, nur ein bisschen West. Und unser Pferd ist immer noch weg, ja? Unser Pferd ist weg. Vielleicht ist es wirklich tot. Ich hoffe nicht. Wir haben es noch gefüttert. Also verhungert sein kann es eigentlich nicht. Aber wir hatten das, glaube ich, schon mal, dass das Pferd weg war. Ich habe ja gerade die Folgen geschnitten. Oh, schneiden gehört aber nicht zur Wildwest-Stimmung unbedingt. Es sei denn, man schneidet ein Seil oder so durch. Na egal. Ohne Pferd geht's auch. Nö, da kommt nichts. Aber wir haben 2 Markierungen auf der Karte. Wie kommt das denn jetzt? Was ist denn das? Was ist denn die 2. Markierung da? Okay, eine haben wir bei den Lachsen gemacht, wo die Fische sind. Aber was waren die andere Markierungen? Ach ja, ich erinnere mich. Das war hier auch irgendwie ein Fail. Ich wollte hier in dem Haus schön weitermachen vor einigen Folgen. Ich weiß nicht, vor 3, 4, 5 Folgen oder so.
Da haben wir doch da auch, glaube ich, eine Schnapsflasche oder was gefunden. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch eine Tarotkarte. Etwas war in dem Haus. Und als wir dann wieder reingekommen sind, waren wir auf einmal wieder in Saint-Denis unten im Sumpfgebiet. Ganz merkwürdig. Aber egal. Jetzt sind wir erstmal hier. Und Lassie ist weg, unser Pferd. Das können wir eigentlich wegnehmen, die Markierung da oben. Auf der anderen Seite können wir die auch da lassen mal und gucken, ob demnächst wieder was in dem Haus ist. Wir hatten das in der Vergangenheit ja so, dass zum Beispiel in Strawberry, dass wir da des Öfteren schon Tarotkarten gefunden haben und auch ganz oft an den Orten, an denen wir schon Sachen gefunden hatten. Dass da dann später irgendwann nochmal Sachen da waren. Nicht immer, aber ab und zu schon. Ja, wo wir jetzt gerade in Saint-Denis sind, könnten wir da auch gucken. Es gibt ja genau, die täglichen Herausforderungen. Nur deswegen bin ich jetzt außerplanmäßig hier, denn sonst kann ich ja nur am Wochenende aufnehmen. Aber ich will diesen Multiplikator haben und wir sind schon so weit. Ja, also den kleinen haben wir schon in 7-Tage-Multiplikator. Das haben wir schon geschafft, also ist es möglich. Auch für uns, die eigentlich ja nur am Wochenende aufnehmen können, aber das waren bis jetzt immer recht lockere Herausforderungen, die wir da hatten. Also gut zu schaffen in 5 Minuten, ja, das höchste war mal 20 Minuten, da mussten wir ein bisschen was jagen, das ging aber auch. Heute ist wirklich mal was Neues, heute ist ja wirklich das mit dem Großwildfleisch, ja. Da müssen wir eben gucken. Heißt das denn wirklich Großwild oder heißt es am Ende vielleicht Kleinwild und wir haben uns verlesen? Nee, Großwildfleisch gekocht. Ja, und den Hirsch, den wir da erlegt haben, der ging nicht durch als Großwild. Das war aber, glaube ich, auch nur ein Weißwedelhirsch. Vielleicht müssen wir ein richtig großes... Was ist denn Großwild hier? Ja, ich denke, ein Büffel kann ja nur Großwild sein, kann ja nichts anderes sein. Oder vielleicht ein Krokodil, aber ein Krokodil hat, glaube ich, nur sehniges Fleisch, ist auch nicht so gut. Ja, da rennen wir doch sowieso jetzt rein. In Saint-Denis hier. Also können wir da auch gleich mal gucken, an der Stelle, in der nächsten Folge natürlich. An der es noch etwas zu finden gibt. So, am Ende der Folge habe ich gesagt, ja, kommen die... Eine Flasche, die können wir doch jetzt noch finden, oder? Die 5 Minuten, naja, 5 Minuten sagt man so einfach daher in seinem jugendlichen Leichtsinn und dann sind es nachher 8 Minuten. Wie kann man hier rein? Nö. Aber hier rauf. Haha. Und darüber. Ah ne, hier ist eine Tür. Sehr schön, das nehmen wir mit. Ich bedanke mich derweil für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.